Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von Factorio. Jo, ich habe euch ja versprochen, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe oben unser neues Feld verteidigt. Und ein bisschen beleuchtet habe ich jetzt auch. Jetzt nicht so viel, aber ein bisschen Licht braucht man ja. Ne? Aber da ist halt noch viel zu tun. Das ist jetzt ja nur, dass das einmal dass eine Verteidigung drum ist. Den Rest müssen wir noch machen. Außerdem habe ich da schon mal 25 Logistikroboter reingesetzt, dass sie auch für uns arbeiten können, ne? Irgendwie, wenn das sein muss. Ich weiß gar nicht, wie nötig das da ist. Ich glaube, das ist da gar nicht so nötig. Ne? Aber egal, die sind schon mal da. Dann habe ich die Solarzellen und... bin ich eigentlich doof oder was? Die habe ich erhöht. Die wollte ich erhöhen oder... Im Moment, die habe ich auch erhöht, auf 200, genau. Die war vorher auf 150. Ja, 200 ist ja in Ordnung. Ich wollte jetzt erstmal die 200 mitnehmen. Das wird natürlich wieder bedeuten, unsere Anlage wird schwer gefordert. Der lädt die immer noch auf und hört jetzt erst auf. Also der Tag wird noch ein bisschen gehen. Man sieht hier ungefähr, wie lang der wäre. Aber man sieht auch schon, wir kommen langsam in einen Bereich... wo man immer aufpassen muss, und ich habe oben in der Ölproduktion, können wir vielleicht gleich nochmal kurz gucken, Speedmodule eingesetzt. Aber wir müssen die Klamotten hier mitnehmen und wir haben eigentlich gar nicht den Platz dafür. Ich muss was loswerden. Irgendwie, pass mal auf, ich habe so viele Fließbänder erstmal bei und einer von euch hier steht voll auf, wer war das denn? Wer steht denn hier so auf Fließbänder? Ihr steht voll auf Fließbänder, bitteschön. Und bitteschön. Dann sind wir die schon mal quitt. Wovon habe ich denn jetzt noch Mumpitz bei? Guck mal, ich habe da noch so Stein und... Ja gut, so ein bisschen Stein für Schienen bei haben, wenn man mal eine bauen muss, ist ja gar nicht so verkehrt. Achso, der ist ja noch gar nicht dran. Der ist ja auch für Kupfer, Mann. Ich wollte erstmal hier für Eisen... So, zack. Den brauchen wir irgendwie im Moment noch gar nicht, diesen Kupferofen. Ich habe auch ganz schön viel. Ja, das war... So viel brauche ich doch gar nicht. Ich habe normal eingestellt, habe ich 100. Warum ich jetzt so viel davon bei habe, weiß ich gar nicht. Ja, die sind jetzt alle... Aber ihr nicht, ne? Hier hinten. Ja, 27 gebe ich dir auch noch mal. Dann haben wir auch wieder einen Platz frei. Jetzt haben wir viele Mauern eingestellt. Einen roten Teiler haben wir dabei. Egal, Blueprints werden auch nicht weniger. Nimmt natürlich alles am Ende irgendwo ein bisschen Platz weg. Ich weiß gar nicht, ob es da nicht nur ein Upgrade gibt, um das größer zu machen. Keine Ahnung. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall erstmal die mit. Und die. Aber, was brauchen wir denn noch alles dafür? Welcher war denn das überhaupt? Das ist einmal er hier. Da brauchst du auch ein Türmchen. Aber Türmchen müsste ich jetzt eigentlich auch genügend bei haben. Die müssten wir eigentlich wieder gebracht haben. 50 Stück passt. Ja, wir brauchen so ein... Wo haben wir denn? Hier. Huch. Was? Mein. 50. Nee. Aber, ob wir jetzt einen mitnehmen oder 25, ne? Hat, wir hatten welche. Wo? 27. Ja, okay. Ist ja nicht schlimm. Wir brauchen die. Ja, Lampen können wir uns auch noch eben so craften. Haben wir auch noch welche. Die Strommasten, die craften wir uns eigentlich auch in der Hand. Da oben greifen sie uns gerade an. Wo, so viel kann ich gar nicht machen, weil wir kein Holz haben, ne? Wir sollten noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ein bisschen Holz sollten wir noch mitnehmen. Und bei denen ist halt das Gleiche. Also das Gleiche in Grün, außer dass sie halt die Dinger brauchen. Dann lass uns noch mal einmal in die Holzkiste greifen.
Das ist ja auf dem Weg. Das war doch, wie war das doch? Ach guck mal, die ist sogar eine Anbieterkiste, ne? Und da war einfach nur so ein Mumpitz drin. Da könnten wir jetzt die Steine reinschmeißen, aber wie gesagt, eigentlich können wir so ein paar Steine am Mann halten. Ja, ich könnte, nee, will ich nicht. Eigentlich will ich das nicht. Ich will die behalten. Aber man hat so viel Dreck bei, dann, wenn du im Moment nicht brauchst, ne, dann gib mal ein Stack, dann können wir noch so ein paar, ist egal, die brauchst du eh immer wieder, ich weiß gar nicht, wie hoch lassen die sich stacken, nur 50, wie viel, auf jeden Fall habe ich mehr gemacht, Die hätte ich mir auch liefern lassen können, ne? Wir haben die auch im Angebot. Ja, ja. Du isst halt alle. So, dann gucken wir mal, ob das Blueprint aus der großen Basis auch mit der kleinen Basis kompatibel ist. Ich habe hier die rote Kiste habe ich weggenommen, habe hier eine gelbe hingestellt. Die holen sich ja Sachen auch aus der gelben Kiste, ne? Und wir machen jetzt erstmal so, guck mal, ich habe sogar noch 5 über. Die habe ich mir irgendwie so abgeschnappt, ne? Aber ich wollte jetzt erstmal mit den Zahlen auch so rangehen und dann mal gucken, was so überbleibt. Und hier hast du Strommasten ohne Ende und ich mach mal so. Dann reicht das auf jeden Fall. Achso, ich wollte ja auch noch Lampen geben. 14 ist jetzt auch, ist geizig, ja. Ist ein bisschen geizig. Was wollten wir dann noch reinpacken? Türmchen. Bäh. Wo sind die jetzt? Ich gebe dir erstmal die 50, dann den Rest, den... Die können die ja auch... Hat der die jetzt nicht da reingelegt? Die können die ja auch, zum Beispiel, wenn mal ein Turm zerstört wird oder so, können die ja auch ersetzen. Und wir haben es. Ja, wir sind reich. Hör mal, wir sind... Ha. Ich habe mal geguckt, unsere Quellen hier von Eisen und so, das sieht zwar im ersten Moment sehen die nicht allzu groß aus, aber die sind relativ reichhaltig. Und da werden wir schon wieder angegriffen, von wo diesmal, das kann man auch gut sehen, wenn man E gedrückt hat. Kommen die von hier oder so? Das müssen wir wieder auf Achse gehen, ne? So, das haben wir da auch reingelegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber ist eigentlich alles da, ne? Komm, wir probieren das mal. Der sagt uns das ja, wenn wir was vergessen haben. Dann fangen wir mal an mit Solarzelle. Warum habe ich die Lampe da hingestellt? Ich bin so ein Ochse, ne? Dabei habe ich doch extra darauf geachtet, sowas nicht zu tun und dann bei der erstbesten Gelegenheit sieht man wieder. Ach, da steht aber auch ein Türmchen, ja? Ja. Ist, wieso auch nicht? Was? Was ist denn das für einer? Wo kommt denn der bitte her? Hier. Könnte er zerbeißen, habt da was zum Spielen. Ich will den nicht. Der nimmt mir nur Platz weg. So wollte ich das natürlich haben. Ja, ich habe so viel Scheiße bei. Ich habe ja auch noch ein Chemical Plant in der Hand. So. Ach so. Ich hatte ja noch was vor, ne? Mhm. Also. Setzen wir mal eine Solarzelle und gucken mal, was passiert. Wird schon schief gehen, Herr Kalorien. Das kommt natürlich jetzt unserer ganzen Anlage im Moment zugute. Was auch nicht so schlimm ist. Aber das wird ja eigentlich ringsrum wieder eingespeist, ne? Das sieht ja, dass das die Anlage ist. Obwohl, kommt der doch, der oben hat Verbindung, ne? Ja, ja, der hat Verbindung. Da könnte ich ja auch hier klicken, dann sehe ich das ja auch.
Aber er meckert. Er meckert an. Was meckert er denn da an? Das ist doch ein Laserturret. Hab ich die schon wieder? Ach, weil er mir die ständig zurückgibt. Dieser Hornochse. Das ist natürlich blöd. Ach ja. So was ist blöd. Mir ist noch nicht mal aufgefallen. Da musst du immer dran denken, sonst versorgen die dich mit Material, was du gar nicht haben willst. Ja, setzen wir mal direkt noch eine. So viel Material haben wir ja auf jeden Fall. Ich glaube, 32 Solarzellen sind da drin, ne? Und weil gerade so ein Spaß macht, noch eine. Sag mal so, dann machen wir das hier so zur Ecke für die Solarzellen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich denke mal, ja, muss natürlich dran denken, dass du nachher auch hiermit was abnimmst, ne? Wird damit natürlich die ganzen Minen hier, die Miner hier versorgen. Und die brauchen 90 Kilowatt. Also brauchst du auf jeden Fall ein bisschen Strom. Aber das war ja dann auch schon. Du hast sonst keine große Anlage da so zu versorgen. Deshalb sage ich mal, so viel bräuchte man noch eigentlich davon gar nicht, oder? Also wir haben hier Platz für noch eine. Und Akku, was ist das denn hier eigentlich schon wieder? Macht das tot. Danke. Ich würde sagen, wir setzen auch mal drei Akkus. Die setzen wir jetzt einfach pauschal da drunter. So. Material dafür müsste genügend da sein. Haben so einen Moment was zu tun. Ist klar. Und am Netz sollten die eigentlich auch automatisch ja dran sein, von oben, von unten. Das passt ja eigentlich halbwegs, obwohl das auch nicht so optimal gesetzt ist da mit den Strommasten innen drin. Das hätte man schöner lösen können, aber egal. Ja, guck mal, die laufen schon. Geht eigentlich auch flott genug, also ja gut, wenn flott genug ist eine andere Sache, wenn du nachher wirklich das ganze Ding hier bauen lassen willst, dann haben die natürlich erstmal was zu tun und die werden nicht unbedingt zuerst die Mauern bauen und die Lasertürmchen, sondern die machen das ja, weiß ich nicht, nach gut Dünken oder so. Und dann dauert das natürlich einen Moment und in dem Moment bist du natürlich auch irgendwo ein bisschen angreifbar, ne? Wichtig wäre am Anfang halt nur, dass er genügend Strom bekommt. Guck mal, der braucht 200, was heißt das jetzt? 200 Kilowatt zieht er sich? Robot Charge Rate, ja, da. Das muss natürlich erstmal reichen, 200 Kilowatt. Und so eine Solarzelle bringt 60 Watt, Kilowatt. Also so viele sind es dann im Endeffekt nicht, ne? Wenn du jetzt schon 5 Stück setzt, dann hast du schon 300 Kilowatt, dann bist du da auf jeden Fall im grünen Bereich und die kannst du irgendwie, ich sag ja, die können wir, ne? Ach so, na, da. Deshalb habe ich die auch gehabt, weil ich 5 anfordern lasse. Die setzt du dann irgendwie hier drum. 1, 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ausreicht hier, wenn ich irgendwie, könnte ich so machen. So und, ja, dafür reicht es nicht, weil ich die zu nah dran gestellt habe. Kann man ja auch noch einen hier zwischensetzen. So, das muss ja jetzt nicht toll aussehen.
Das muss funktionieren. Oh, da hättest du 5 Solarzellen stehen. Das sollte für ihn doch am Anfang erstmal reichen zur Versorgung. Naja, gut, der nachts natürlich nicht. Nee. Da musst du echt aufpassen, dass du das Ding morgens baust. Also so grundsätzlich musst du aufpassen, weil du musst morgens anfangen. Und hoffen, dass er bis zur Nacht so weit hinkriegt, dass er Solarzellen hat. Vielleicht sollte man die Möglichkeit, für ihn an Strom zu kommen, nicht nur, das ist ja sowieso suboptimal hier, das darf da jetzt schon nicht mehr stehen, weißt du das? Ich mach das mal weg. Weil eigentlich, sollte der funktionieren können. Die Akkus laden langsam auf. Also langsam ist das gar nicht, mit 5,3 Megawatt laden die auf, also die hat schon Saft, die Anlage. Die hat schon Saft. Da kannst du schon was mitmachen. Ich meine, nachher hast du auch noch ein paar Knickärmchen und so was, die das alles einsortieren müssen, in Kisten und in den Zug und so ein Kram. Aber was verbraucht so ein Knickarm? Das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? 32. Das summiert sich, ne? Du musst ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mich hinzusetzen, mit dem Taschenrechner dort auszurechnen. Aber der Leerlauf, dann ist ja jetzt mal gar nichts. So, und jetzt muss der ja... Ja, der kriegt ja gerade im Moment noch nicht mal Strom, außer den aus der Mitte. Aber das ist jetzt auch eine interessante Angelegenheit, inwiefern der ihm erstmal ausreicht. Ne? Natürlich wird er nicht lange reichen, weil er... Habe ich eigentlich Akkumulatoren? Habe ich keine, ne? Nee. Aber hier hätten wir noch welche drin. Jetzt sind es noch, damit kannst du auf jeden Fall noch einen Akku bauen, 60 Stück. Mit quasi so können wir noch 2 Akkudinger bauen und die werden dann noch über. Und zur Not könnte man ihm ja 2 Akkus gönnen. Ich weiß nicht, was die am Ende wirklich bringen. Gut, der muss auch weg hier. Der gehört auch nicht nachher in der Blueprint. Na, reicht das nicht? Ja, komm. Spendiere ich einen extra. Wir werden viele Masten brauchen. Denn ich werde jetzt auf jeden Fall für den Anfang dem versuchen, so viele Möglichkeiten zu geben, an Strom zu kommen, wie es nur geht. Das heißt, der kriegt auch hier einen Mast hin. Das wird dann eigentlich automatisch nachher verbunden, ne? Aber hier werden wir dann trotzdem auch nochmal rüberziehen. Wer weiß, wer weiß. Ja, sobald da oben irgendwie Solarzellen oder so fertig sind, dass der Strom vielleicht hier schon hingeleitet werden kann, wenn er von hier unten noch gar nicht kommen kann. Damit er möglichst schnell Strom kriegt. So, jetzt hat er natürlich Strom, weil er an der dicken Anlage wieder dran hängt. Oder an dem Außenposten. Natürlich noch ein Test gewesen, was die hier im Endeffekt zu leisten vermögen. Wie lange die denn versorgen könnten. Vor allen Dingen, wenn da so ein paar Roboter fliegen. Die wollen sicherlich Strom haben. Ein bisschen. Ein bisschen Strom wollen die haben. Ich weiß nicht, ob wir das schon so lassen sollen als Blueprint. Ja, nee. Ja, nee, nee, nee. Also da sollte auf jeden Fall noch der Bahnhof mit rein. Der Bahnhof sollte da mit drin sein. Und den hatte ich hier eigentlich ja für hier unten geplant, ne? Für das Blueprint zumindest. Irgendwo muss der Zug anhalten. Oder lasse ich den jetzt von hier reinfahren? Irgendwo ist er immer verkehrt. Egal wie du es machst. Die Frage ist ja auch nachher, wenn du wie die Möglichkeit hast zu bauen, wo den Zug langführst. Ich meine, du kannst das Blueprint nachher noch drehen. Aber das ist doch alles, was du tun kannst. Und für jetzt wäre es natürlich blöd, wenn ich jetzt hier lang ziehen würde, obwohl ich das eigentlich so geplant hatte. Jetzt überlege ich da tatsächlich, hier lang zu ziehen,
Wenn ich hier tatsächlich irgendein Feld anzapfe, würden die nach hierhin liefern und nach dahin abführen. Und machen wir das. Wir machen das einfach so. Guck, wir machen das jetzt einfach so. Und dafür. Ist jetzt so eine Sache, wenn man hier nur eine Solarzelle bauen will. Ja gut, dann kann man hier ein bisschen Platz lassen und dann lassen wir den hier durchfahren. Natürlich genau hier durch das Ding, aber das müssen wir sowieso alles umbauen und anders absichern. Da müssen dann vielleicht hier auch noch ein bisschen Mauern reingezogen werden. Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Platz. Lass mal sehen. Da könnte ein Turm stehen. Einen müssen wir Platz lassen und dann könnte die Mauer kommen. Ja. Können wir teilen. Bringen wir mal eben 10. Ah. Ja. Danke. Wo waren sie? Was mir die doch gerade gebracht? Ey, das kann nicht wahr sein. Wo sind sie? Ach, ich möchte das gut verteidigt haben. Das ist jetzt so eine blöde Sache mit der Stromversorgung, ja? Ja, nee, dann ist ja nicht schlimm. Dann machen wir das eben so. Sind wir mal nicht so. Und so. Und da müssen halt noch mehr Mauern bei. Und hier kann der Zug durchfahren. Der braucht aber Platz von der Mauer, ja? Der braucht schon Platz, du. Schade, schade, ne? Man würde es gerne enger bauen, aber. Der lässt uns nicht. Ja, lässt uns. Hier kann ich so nah ranbauen, ja? Was? Ah, du kannst die Mauern. Du kannst die. Du kannst die. Ha! Sag das doch. Die Schienen haben scheinbar nur gewissen Platz, wo sie gelegt werden können oder so. Das ist wahrscheinlich den Kurven geschuldet. Das heißt, wir machen so. Und so, und dann haben wir auch einen schmalen eine schmale Ausfahrt. Lassen wir die so laufen und haben hier den Great Vorteil. Was ist denn da unten los? So langsam reicht's. Echt jetzt? Alarm, Alarm. So. Ich stell's erstmal so hin. Und gib mir nochmal 10. Komm. Danke. So, und hier the same procedure as last time. Ja, und im Endeffekt ist natürlich auch schlau gewesen, kommt da weg und das geht auch da raus und das ist natürlich nicht so. Und hier geht's raus. Das muss funktionieren, Leute. Das muss funktionieren. Nützt alle nix. Wir brauchen mehr Türmchen. Das nützt alle nix. Wir müssen wohl nach unten. Wo habe ich sie? Das ist eine teure Angelegenheit, so ein Ding aufzubauen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir das auch noch mal. Da will ich das auch noch mal wenigstens halbwegs abgesichert haben, ne? Und ich tu ja auch mal Strom drauf. Jo. Das ist schön. Ja, so sieht's aus. Und dann würde. Ja, komm, gib her. Hast du überhaupt noch so viele? Das nützt ja auch nachher nichts, wenn du nichts mehr aufbauen kannst. Obwohl, wir hatten ja. Wer hat den denn wieder hier hingestellt? Das ist doch Quatsch. Scheiße, echt jetzt. Wo sind die?
Nein! Ja, hier wird sowieso noch, hier muss ja am Bahnhof hin und ne? Muss ja da hin. Nützt ja nichts. Und das hauen wir alles in das Blueprint mit rein. Guck mal, wie schön. Das kommt ja richtig aus hier. Vor allen Dingen kommt das richtig mit unsere Schienen aus, ne? Ich hab ja noch was. So. So machen wir das. Dann mit der Mauer sollte ja hier ganz genauso fantastisch funktionieren wie da oben. Ja, dann ziehen wir den auch wieder hoch. Ja, gucken wir nachher nach. Nachher nach. Wie viele 10 Türmchen? Und wir hatten die einfach von hier quasi, nee, so gezogen. Hast du jetzt noch was? So viel hast du nicht mehr, ne? Doch, du hast noch 10. Ist ja unglaublich. So, du musst da natürlich weg. Du musst da auch weg. Das nützt nichts. So, ein weg und 10 nach oben. So, was? Hatte ich jetzt 11 in der Hand? Kann das? Ich weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht zählen. Ich habe keine Lust. Wir machen die gleich lang. Guck mal, so. Und das muss nämlich passen und der war nämlich zu viel. So. Ja. Du willst auch Strom. Ha. Und du sitzt nicht perfekt. Kannst dann besser so sitzen. Nee. Jetzt sieht auch mal so. Reicht. Eins. Ja, und auf der anderen Seite muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen was hin. Und ich, ja, bin schon ein Lustigen, ne? Ich frage mich nachher nur, wie ich hier reinkommen soll. Das war natürlich jetzt außerhalb der Planung. Scheiße! Was hat er da getan? Ich muss doch so, Mensch. Ja. Ich sag ja, das wird eine total bekloppte Konstruktion dafür, jetzt mit dem Zug hier hinzufahren. Aber, sei es drum. Ich habe da nur so welche. Darum geht es ja nicht. Das ist, wie gesagt, ja hier unser Prototyp. Und das soll ja auch gar nicht mehr mit ins Blueprint kommen, hier die Kurve. Und ich hoffe, das wird sie auch nicht. Das weiß ich nicht genau. Aber wenn sie reinkommt, sei es drum. Okay. Hier müssen wir auch noch die Ein- und Ausgänge für den Zug fertig machen, ne? Die Eisenbahn. Eisenbahn. Mal gespannt, wie das nachher hier aussieht. Man fährt da hier die Kurven, du. Wobei ich ihn ja eigentlich von hier unten reinfahren lassen wollte, was mir gerade so einfällt. Das ist jetzt total doof. Nee, eigentlich ist es ja nicht. Es ist doof. Also, ich sag gar nichts dagegen, dass das doof ist. Du brauchst da nicht stehen. Aber es ist ja durchaus möglich. Es ist ja so sehr ich das auch. Es ist möglich, wenn ich die Schiene denn irgendwann mal richtig gedreht bekomme. So. Dann machen wir das eben so. Ist doch egal. Und dann, what? Oh. Meinst du, den habe ich gesehen. Warum? Weil ich F drück. Gut. Wenn man sich ein bisschen mehr Licht anmachen würde, würde man auch ein bisschen mehr sehen. Das ist ein Gesetz. Das hat mit Physik und so zu tun. Boah, ich laber schon wieder eine Scheiße. Weißt du was? Das reicht auch. Ey, ich weiß, ich nehme schon viel zu lange auf. Weißt du das eigentlich? Pass mal auf, vielleicht werde ich die Schiene, was habe ich denn hier gemacht? Hier hinten rum dann schon mal hier nach unten legen. Dann ist das schon mal weg für nächste Mal. Sag ich euch nur schon mal.
Da wirst du tierisch aufpassen müssen, wenn du das als Ein- und Ausgang benutzt, dass da nicht gerade der Zug ankommt. Das ist saugefährlich, ich sag's euch. Da greifen sie schon wieder an. Ich wollte eigentlich von unten Türmchen haben, ist egal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Das wäre sehr lieb. Und ansonsten sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.